sagen, wenn es losgeht. Es läuft. Sieht man mich? Ja? Ja. Okay. Also 50 Felge. Von vielen gefürchtet, ist gar nicht so schwer. Felgenband ist schon drauf. Als erstes stapfen wir uns den Reifen. Wenn die Bremstrommel drin ist, muss man darauf achten. Der hat eine Laufrichtung vorgegeben. Je nachdem, wo man sie einbaut, rechts oder links. Mal näher ran. Nicht, dass man es verkehrt macht. Dann machen wir es nämlich nochmal. Dann habe ich hier mein schönes Spüli, verdünnt mit Wasser. 1:1 und etwa. Nehmen wir mal ein bisschen ein. Wieder weg. Und zurück der Reifen drauf, ganz einfach. Ja. Gut. Erster Schritt getan. Wir schnappen uns den Schlauch. Wer es nur das Ding erfindet, das ist lose, abmachen, das fällt nur rein. Dann kriegen wir den Schlauch hier irgendwie rein. Fangen logischerweise beim Ventil an. Immer schön gerade halten dabei. Das ist aber auch ein steifes Gelumpe. Und versuchen ihn irgendwie ins Felgenbett reinzudrücken. Wir noch ein bisschen, dass das Ventil halbwegs passt. So. Da oben ist er wieder raus. Da ist er wieder raus. Ja! Mein Kameramann V hat das festgestellt. Gut. Jetzt versucht das Ventil so reinzufriemeln irgendwie. Wird irgendwann Erfolg haben. Geklemmte Finger. Ich mache das in diesem Falle von hinten. Erstmal rein den ganzen Kladderadatsch. Wenn natürlich auch schön schwer geht, weil es eine schöne Spitzzange hat. Ich habe natürlich keine. Ich nehme eine Sägeringzange dafür, weil ich die zuerst gefunden habe. Und wir versuchen dann das Ventil in das Loch reinzukriegen. Vorhin ging das irgendwie einfacher.
kommt das schon, aber will noch nicht rein. Mutter drauf, damit er nicht wieder abbaut, versehentlich bei irgendwas. Jetzt hauen wir einmal Luft rein. Ich hoffe, dass ein bisschen was rauskommt. Mal gucken, ob der Schlauch richtig schön liegen tut. Kann man natürlich nicht, zu viel Luft drauf ist. Also lassen wir sie wieder runter. Gehen wir einmal mit dem Finger innen drin lang. Schauen nach, ob der Schlauch nicht verdreht ist. Und wenn er verdreht ist, ist er immer zweimal verdreht. Einmal geht nicht. Gut, bei mir passt er. So, nun kommt eigentlich das Schlimmste. Aber da wir die schönen Einlaufreifen haben, zumindest vorhin beim ersten hat das wunderbar geklappt. Wieder mein schönes, berühmtes Spiel hier. Auch wenn Leute behaupten, hätte man Einlauf, braucht man das nicht. Ich mache es trotzdem, bevor ich mir die Finger klemme. Dann. Fangen wir wieder beim Ventil an. Drücken schön mit den Knien rein. Jo. Erstmal ein bisschen Luft wieder runter. Vorhin hat das wunderbar geklappt und jetzt natürlich nicht. Also nehmen wir einen Tierhebel zur Hilfe. Schön vorsichtig, damit man den Schlauch nicht erwischen. Dafür ist nebenbei auch die Luft drin. Im Schlauch ein bisschen zumindest. Schön zur Seite wegtreten. Nicht versuchen, hier oben rumzueiern oder so. Mal schön kleinen Abständen. Gut, das war's. Nachteil mit diesen lackierten Felgen, die leiden immer damit darunter, aber so oft macht man das nicht, ein bisschen nachlackieren kann man ja noch. Ein bisschen Luft drauf, das Ganze ein bisschen balken, was natürlich beim großen Mopedrad wesentlich einfacher geht, weil die nicht so steif sind, damit sich alles richtig hinlegt, gucken. Die Abstände gleich sind auf beiden Seiten. Sehr schön. Wenn nicht, Luft rauslassen, noch ein bisschen nachjustieren.
Luft aufpumpen. Gut ist. Wer will, kann jetzt so gucken, ob er ventildicht ist. Ist dicht. Kappe drauf. Okay, das war's.